Das habe ich dir heute mitgebracht. Dankeschön, Mami. Bitteschön. So, und jetzt guck mal, jetzt habe ich hier noch ein bisschen mehr mitgebracht. Ihr könnt auch gucken. Und zwar ist das ein Mosaik-Bastelset. Da kann man einen Schmetterling basteln oder eine Eule oder eine kleine Raupe. Kriegt man alles super bei Teddy. Ich freue mich, dass es den Teddy gibt. Dann, was mein Kind ja liebt, ein Dinosaurierbuch, was man auch mit Wasserfarben ausmalen kann. Da sind ganz verschiedene Dinos drin, ohne Ende. Ja, so. Das. Dann habe ich noch ein Kratzbild. Das liebt sie, Kratzbilder. Ein Kolibri. Erst ist es weiß und dann wird es nachher bunt. Dann habe ich Bleistifte, weil wir anfangen wollen, darauf zu zeichnen. Und zwar machen wir uns das ganz einfach. Weil wir noch nicht so gut zeichnen können, nehmen wir Butterbrotpapier, weil Pauspapier gibt es leider nicht. Und dann pausen wir das ab, die Dinos, und machen das dann auf dieser Leinwand. Einmal klein und einmal groß. Und dann können wir das ausmalen mit Aquarellfarbe. Dann habe ich für meine Pippi, ist ja schwierig bei Kick was zu kriegen, aber ich habe es gekriegt, nochmal ein paar Schlüppis, weil die braucht man immer. Das ist so, das ist wichtig. 146, 152. Aber was es nicht gibt bei Kick, weil die mir gesagt hat am Telefon, die bekommen die Sachen im Container und die wissen nicht, was da drin ist. Große Socken für Kinder, natürlich mit Motiven, in 35 bis 38. Aber ich habe das letzte Paar bekommen hier mit Hasen und dann musste ich solche nehmen. Weil die anderen, die Sneakersocken, die rutschen dann immer so leicht, wenn man dann gerade eine Sandalette oder so anhat. Da rutscht das dann so leicht runter und die sind ein bisschen fester halt. Ja, das habe ich heute geholt für meine Puppy. Nein, ich habe was vergessen. Ihren Film, den sie gerne haben wollte, Die kleine Hexe. Ja, das war's dann. Jetzt werden wir ein bisschen was essen, weil mein Kind war nicht essen. Wir essen heute mal eine Pizza. Und dann werde ich sie nachher fragen, wozu sie Lust hat. Wir haben ja viele Möglichkeiten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau.